Hey, was läuft bei dir? Was läuft bei dir? Hier läuft die ganze Zeit dieses Lied nach. Es ist nämlich wieder wie letztes Jahr. Probeware hat wieder einen Adventskalender, wo jeden Tag Geschenke drin sind. Und wenn ihr da draufklickt, oh mein Gott, dann kommt eben das. Hört ihr? Ihr müsst einfach auf jeden Tag mal in den Kalender schauen. Es gibt jeden Tag Geschenke und harte Rabattaktionen bis zum 24. Jeder, der bestellt, kriegt unter anderem so ein Salz-Pfeffer-Streuer von damals Probeware Kitchen geschenkt. Der ist mittlerweile legendär. Aber die Leute, die während des Adventskalenderzeit bestellen, die kriegen nicht nur ein Salz-Pfeffer-Streuer geschenkt, die kriegen auch so ein Armband geschenkt, ein Oldschool-Shaker mit verschiedenen Farben und ein Dumbbell-Shaker. Aber der hat Julia schon eingepackt, irgendwo in den Kissen. Für Weihnachtsgeschenke ist gesorgt, oder? Was meinst du? Ja. Und was meinst du? In der Familie schenken wir uns eigentlich gar nichts mehr Großes, nur kleine Sachen. Mhm. Für die Kinder. Für die Kinder und so, ja. Mhm. Klar, ein bisschen Probeware und so, ein neues Shirt. Ja. Ja, sicher. Kann man nicht mehr brauchen. Ja. Oder selbstgemachte Sachen, oder? Haben wir auch schon geschenkt. Selbstgemachte Sachen sind auch Praline. Nice. Praline, schreibt mal unten in die Kommentare, was schenkt ihr so? Macht ihr noch Geschenke überhaupt? Und wenn ja, wem? Familie, Freunde? Und was schenkt ihr so? Was machst du nicht an deinen Tatzen? Du beißt jetzt in deinen Tatz rein. Oh. Süße kleine. Ja? Und gerade hier das nächste Adventskalender-Video hier abgedreht. Das Thema Nächstenliebe. Nächstenliebe könnt ihr nur entwickeln, wenn ihr zuerst euch selbst liebt. Erst dann habt ihr die Möglichkeit, etwas von außen zu lieben. Sei es eine andere Person, sei es eine Situation, sei es ein Tier oder sei es ein Ort, sei es die Welt, egal was. Um Liebe zu entwickeln, müsst ihr Liebe in euch entwickeln. Dein Auto ist gekommen. Yep. Gestern Abend hat das Tesla uns extra vorbeigebracht und wir schauen es nachher gleich an. Ich glaube, das wird schwer. Dass wir das Fahrrad hier ins neue Auto reinbringen. Richtig viel Platz. Also das Auto hat schon mal Pluspunkte, oder? Für Platz? Auf jeden Fall. Ich finde, Felgen macht so viel aus. Wenn man schöne Felgen hat, dann wertet das, den kompletten Look des Autos auf. Von vorne mega, mega schön, ich finde es sportlich, frech. Ist von vorne ähnlich wie meine, wie der X. So, was ich hier übelst feier am S. Schau mal das Dach, es ist mega hell hier und wir haben der ganze Innenbereich, das Dach geht bis nach hinten. Klar kannst du es nicht hier öffnen, du kannst es nur vorne öffnen. Aber du hast halt extrem viel Helligkeit hier drin. Und was mir auch hier sehr gefällt, das ist das Holz hier. Ja, das ist mega schön. Das ist mega schön, gell? Du hast ja gesagt Wurzelholz. Platz haben wir auch. Das ist, mega viel Platz. Das ist ja richtig wie Buche so. So richtig wie so. I don't know. Sonnendach, das kannst du hier so öffnen, da kannst du es so schieben, schau. Vorlauf zu 70%, bumm. Und dann öffnet sich das Dach. Cool, eh? Mega. Mega schön. Weil ich habe sozusagen das, glaube ich, 2 Jahre nicht benutzt. Und die Schläuche sind total runter. Mal gucken, was Kette, alles, ja, ja. Bremsen. Mhm. Ist es kein Männerfahrer? Nein. Ist Männerfahrer? Mhm. Sieht so aus, oder? Kann jeder fahren, oder? Ich sag, das ist Unisex. Ja, ja, ja. Das ist nicht auf. Unisex. Alright, ja. Got it. Hier gibt es Fahrräder, die sind so teuer wie Autos. Oh shit. Sind die aus Carbon, oder? Ich habe früher Bankdrücken immer mit einem Spotter gemacht. Bis ich dann nicht mehr ans Muskelversagen gegangen bin, aber heute muss ich wieder. Da bin ich froh, dass er mich spottet hier. Hey, danke. Yes. Also 8. 8 ist das Ziel.
Es hieß aber, dass ich vorher ans Versorgen gehe und dann den Satz auffüllen muss und bis 8 Reps machen muss. Ja? Ich bin jetzt beim 4. Satz schon und ich habe es nie geschafft, bis ans Muskelversorgen zu gehen, weil ich einfach das Gewicht nie richtig gewählt habe. Ich habe so viel Fortschritte gemacht in den letzten 3-4 Wochen mit meinem Gewicht, ich habe mich völlig hier unterschätzt. Ich hoffe, jetzt geht's. Ich habe nochmal 5 Kilo zugelegt. Relocated, I went downtown. I used to get so faded, I was so reckless. All that time I wasted, now I'm older. And it's so precious, remember when my mama showed up at the club. I was on the edge, 13 in a club. They had shooters on the roof for the killers. When that nigga got shot, he never got up. Almost every club that we went to got shot up, ay. They got bow. Dark skin girls, they always saying that you're pretty for a dark skin. Very nice. Okay, das waren 8 mit seiner Hilfe. Das heißt, ich muss jetzt kurz 10 bis 15 Sekunden warten. Und dann nochmal einen Satz mit dieser Kadenz machen. Alleine, um die 8 voll zu machen. Nice, brother. Das ist in der letzten Woche so. War bei den Squats auch richtig hart, weil bei den Squats musste ich failen. Fuck it, man, da muss noch mehr gehen. Nach dieser Woche kommt dann der Deload wieder. Das ist extrem wichtig, weil nach so einer Woche, speziell nach einer Woche RP 9 und 8, jetzt noch RPS, sprich eben bis zum Muskelversagen zu gehen, braucht der Körper unbedingt eine Woche Deload. Check, mich auf hier, mich auf! Check, wo ist der Fernseher? Wo sind die Fernseher? Such die Fernseher! Kranke Qualität, man, wirklich richtig kranke Qualität. Entweder nehme ich den da. Oder den da. Was für eine Quali. Ich vertraue auf Sony. Ich habe nach die Sony-Kamera. Sony ist gut. Nehme ihn. Das haben wir für die nächsten 15 Jahre mit dem Fernseher. Ich brenne! Ja, letzte Energiereserven. Noch nichts gegessen heute. Ich hoffe, wir bringen den jetzt rein, sonst haben wir verloren. Mhm. Du weißt, wir haben verloren, wenn wir den jetzt reinkriegen. Ja. Wir haben verloren! Wenn das nicht geht. Oh. Yes! Wow. Das war knapp. Das war verdammt super knapp. Krass. Oh. Kennt ihr das? In der Warteschlaufe? Oh Mann, ich bin schon seit 10 Minuten in der Warteschleife hier, muss warten, bis endlich mal jemand rangeht. Aber hey, besser mit Musik anstatt ohne. Heute ist Mittwoch, heute ist Lounge vom Hoodie hier, den ich anhabe. Den habe ich auch schon am Wochenende gehabt. Den gibt es aber noch in einer anderen Farbe, in Grau, mit weißem Logo, auch mega geil. Wie lange muss man da warten? Was ist das für Service hier? Die Kunden 15 Minuten in der Warteschleife zu lassen? Okay, sehr gut. Ja. Sehe es mal. Der Autopilot vom Tesla, der ist schon wirklich crazy, wirklich perfekt. Also ich habe jetzt weder meinen Fuß auf dem Gaspedal noch auf dem Bremspedal. Und meine Hände habe ich auch nur hier auf dem Lenkrad, weil es gesetzlich ist. Ansonsten fährt der vollkommen alleine, der regelt den Abstand alleine, der fährt von alleine, muss da gar nichts mehr machen. Klar muss man natürlich den Fokus immer noch drauf haben, ich vertraue dem Teil noch nicht und sollte man auch nicht. Aber ich denke, in 10 bis 15 Jahren werden die Straßen voll sein von selbstfahrenden Autos. Das ist ganz klar die Zukunft, das ist mein Gedanke. Da gibt es auch viel weniger Unfälle, weil alle Autos miteinander kommunizieren. Es gibt weniger Staus, weil das besser koordiniert werden kann durch die selbstfahrenden Fahrzeuge. Und technisch natürlich alles absolut machbar, ich denke schon bereits in 5 Jahren. Das Problem sehe ich beim Gesetz. Was passiert, wenn du einen Unfall machst? Wer haftet? Wer ist da schuld? Und natürlich gibt es dann auch philosophische Fragen, wie beispielsweise,
wenn vorne eine Gruppe von Menschen ist und das Auto kann nicht mehr bremsen, wo weicht es aus? Das sind philosophische Fragen, die hier noch dann natürlich ausgearbeitet werden müssen und ins Gesetz integriert werden müssen, aber das ist schon sehr interessant. Es gibt noch eine News, eine sehr wichtige News, und zwar habe ich das schon vor 2-3 Wochen mal angetönt. Probrover ist ja Ausrüstungspartner von der TubeCon. Die TubeCon findet am 29.12. in Zürich im Hallenstadion statt. Mischa wird ebenfalls am Start sein, viele andere YouTuber auch. Das wird der größte Social Media Anlass der Schweiz sein. Wenn ihr kommen könnt am 29., dann kommt auf jeden Fall nach Zürich ins Hallenstadion. Das wird ein mega geiler Tag. Wir werden den ganzen Tag miteinander verbringen. Es gibt verschiedene Panel-Diskussionen, sprich verschiedene Thematiken, die wir besprechen mit euch zusammen auf der Bühne. Es gibt Workouts, Challenges, es gibt Kraft-Challenges. Ich werde eine geführte Meditation mit Atemtechnik dort leiten. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, kommt an die TubeCon, 29.12. Link ist unten in der Beschreibung und dort kriegt ihr auch die Tickets. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben nächste Woche Schlüsselübergabe und am 15. Umzug, und wir haben eigentlich fast alles. Fernseher haben wir jetzt auch. Was wir noch brauchen, sind Stühle. 6 Stühle für das Büro. Und da habe ich die hier gefunden. 6 einfache Stühle. Dann nehme ich, glaube ich, den hier. Ja, von dem hätten wir 6 Stücke. Plan 6 Stücke, ja. Sehr gut. Noch mehr Kisten, hä? Hey. Das sind jetzt die Beine der Stühle. Kommt jetzt hier zu den anderen Kisten. Die Lehnen. Sind wir dann durch? Jetzt haben wir endlich alles. Nächste Woche, wie gesagt, ist der Umzug und da bin ich sehr froh, wenn der durch ist, weil ja, so Haus bauen, einrichten, hier abmelden, anmelden, papipapo, die ganze Koordination, das braucht schon Energie. Und wenn irgendwo Energie hingeht, dann ist die irgendwo anders flöten. So einfach ist es. Darum bin ich froh, wenn es erledigt ist. Nächste Woche, alala. Yes, ich beende hier diesen Vlog. Ich gehe jetzt dann gleich noch ins Training. Ich habe Deload diese Woche. Bin auch mega, mega froh, weil, ihr habt es gesehen, die letzten 2 Wochen waren streng hartes Training bis zum Overreaching, sprich bis zum Muskelversagen. Und wenn ihr solche Sachen macht, dann müsst ihr definitiv Deloads einplanen. Also in allen guten Plänen sind Deloads drin, okay? Das sage ich wirklich für all die Leute, die immer noch keine Deloads planen. Ich lese ja immer alle eure Kommentare und ich möchte euch noch ein kurzes Feedback geben. Ich finde es richtig geil, wie das hier gerade zurzeit abläuft. Viele Daumen nach oben werden gegeben. Ihr seid nicht mehr so geizig mit den Daumen nach oben. Ich kriege viel positives Feedback. Kritik nehme ich auch sehr gern an. Ich liebe Kritik, weil da kann ich mich positiv entwickeln und ja, mich persönlich weiterentwickeln. Schumpfe Kritik, klar, die geht hier so, schaut mal so, geht sie vorbei, weil ich nichts anfangen kann damit. Und ja, ich sage es auch immer wieder, wenn ihr Daumen nach oben gebt, dann werden diese Videos besser gerankt und mehr Leute sehen mich. Das heißt, wir wachsen. Und das ist cool, das ist mein Ziel. Ich möchte noch mehr Leuten erreichen und ich lese so oft von euch, dass diese Videos, die ich mache, euch ein gutes Gefühl geben, euch positiv beeinflussen. Das ist einfach die Schwingungsfrequenz, wenn ihr dieses Video schaut und ihr habt eine Verbindung hier mit mir und mit allem drumherum, dann, wenn diese Frequenz positiv ist und ihr auf das reagiert oder ja, ihr das annimmt, dann beeinflusst das euch zum Positiven und das ist mein Ziel. Und darum, wie gesagt, bin ich immer froh, wenn ihr liked, wenn ihr kommentiert, wenn ihr die Videos teilt. That's the game, schlussendlich, so können wir wachsen und das liegt auch an euch. Und die letzte Info, am Sonntag findet ein Webinar statt über die 3 wichtigsten Schlüssel für Muskelaufbau. Da könnt ihr euch unten im Link kostenlos dazu eintragen. Das ist auch für all die Leute, die Content möchten in Bezug auf Fitness oder auch für all die Leute, die vielleicht sich schon mal überlegt haben, das Perfect Body System zu holen und sich noch ein bisschen unschlüssig sind. Das Perfect Body System könnt ihr eh risikofrei holen. Ihr habt 30 Tage Geld zurück und ihr holt das Programm. Ihr sagt, meine Frisur passt mir nicht und Geld zurück. Ich möchte kein Geld von Leuten, die sagen, hey, das hat mir nichts gebracht, das ist es für mich nicht wert. Und das Programm ist brutal. Ich stehe dazu, das ist eine 1:1 Schrittanleitung. Ihr müsst euch nicht zuerst die Informationen holen, sondern ihr habt Step by Step eine Videoanleitung, wie ihr euren Körper, euren Traumkörper erreichen wollt. Und wir gehen nicht nur auf das Thema Körper ein und Ernährung, sondern auch hier oben
um den Geist, weil alles andere, ja, wie gesagt, bringt nichts, wenn ihr nicht durchsetzt, wenn ihr da oben nicht ready seid für etwas. That's the game und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag oder Abend, was auch immer jetzt gerade bei euch ist. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bedanke mich, dass es euch gibt und see you soon. Nicht vergessen, nicht geizig zu sein mit dem Daumen nach oben. Bis bald. Kiss, kiss. Bam, bam.